Viridian, Talassa, habt ihr neue Befehle von Ackerein erhalten? Haben wir, Bruder. Sind unterwegs zu Punkt Alpha. Talassa steuert Punkt Beta an. Ihr müsst die kleine Nachbildung des Obelisken drehen. Aber seid gewarnt, das wird wehtun. Diese verräterischen Bastarde da draußen werden schlimmer leiden. Schmerz fördert die Hingabe. Ich melde mich gern freiwillig. Viel Erfolg, Brüder. Ja, und damit sanfte Grüße und hallo, meine lieben Freunde brachialer Männlichkeit. Jawohl, willkommen zurück in Warhammer 40k Space Marine 2. Jawohl, und wie immer natürlich mit mir, dem chronisch charismatischen Hobbs. Ja, ein bisschen Selbstbeweihräucherung muss da sein. Ja, ich bin heiß, verdammt heiß, also aufs Spiel. Und mir ist auch heiß, liegt aber an der Hitze hier drin gerade. Boah, egal. Ja, was müssen wir machen? Wie gesagt, wir haben es gesehen, wir müssen diesen Obelisken, also zum Obelisken vorrücken und dann diesen Schlüssel da drehen. Unsere zwei anderen Trupps, die machen das Gleiche. Ja, sind mal gespannt. Unser Titus hier, der sieht schon ein bisschen lediert aus, wie ich finde. Ne? Die Rüstung hat schon einiges mitgemacht. Was machst du denn hier? Geht's noch, Junge? Also sage mal. Also okay. Also, wir machen weiter. Warte mal, Medipens haben wir noch? Ja, Medipens haben wir noch zwei. Okay, gut. Sind wir voll mit Munition? Schnell schauen. Ach Gott, das wird. Sprenggranate. Okay, zwei haben wir noch. Sind das auch Sprenggranaten? Ich vermute mal, ne? Ausrüstung gefunden. Das waren Fragmentgranaten. Nein, falls große Gegnergruppen kommen. Okay, also, weiter geht's. Da draußen wird schon heftig geballert. Hallo? Okay. Mach ihn alles. Ja, sag mal. Direkt hier vor der Tür, das ist aber unfair. Nützt euch auch nichts. Na, lässt du wohl die Finger von mir weg, du schlimmer Finger. Ja, mach mal. Lass mich mal Ruhe jetzt hier. Ach Gott, ich bin schon wieder fast tot. Zurück in den Warp mit dir. Ah, schießt man noch. Hörst du auf, natürlich zu schießen? Böser. Huch. Oh, hält der auch mal um? Lade nach. Komm, fall um. Gefallen. Ich könnte auch hinlaufen, ne? Wir laufen hin. Kommen wir da hin? Doch, ja, wir kommen da hin. Komm her. Bleib ruhig. Das ist unfair jetzt. Vor mir hier einfach aufzutauchen. Diese hinterlistigen Bastarde. Komm her. Lass dich töten. Haha. Naja, komm. Hier kriegt man noch ein Fett weg hier. Oh, das ist aber jetzt hier unten. Da ist er. Das ist schon wieder so ein Wackelmännchen hier. Schneller. Ich mag die nicht. Ey, hörst du auf, mich zu hauen von hinten? So, was hast du jetzt davon? Jawohl. Noch jemand? Ich habe einen Terminator getötet. T-8000? Ja, was macht der denn da? Komm, töte ihn. Komm, kill ihn. Ja, so ist brav. So ist schön. So ist gut. So macht man das. Dieser riesige Dämon macht unseren Truppen zu schaffen. Was genau machen wir mit diesen Obelisken? Aurora erzeugt einen Riss, der zum Immaterium führt. Ein Tor. Diese kleineren Obelisken scheinen die Schlüssel zu diesem Tor zu sein. Yep. Wir drehen die Schlüssel und verschließen das Tor. Yep. Genau. In der Tat. Durch diese Na, Tür, du? Brüder. Los. Okay, was? Durch diese Tür? Ja, welche denn? Was meint er denn? Meint er hier? Nee, hier kannst du ja nicht lang gehen. Ach, da hinten. Diese Tür meint er. Okay. Hab's verstanden. Na? Ja, war klar, dass da irgendwann mal jemand kommt. Ach, Mann. Erregt! Ja.
Ist okay. Lasst sie euren Zorn spüren. Das ist echt Gurgelspuck. Noch jemand? Okay, den habt ihr. Gut, schön. Sehr schön voll sind wir auch wieder mit Gesundheit und Rüstung. Sehr schön. Oh, hier Munition. Ja, gut. Und noch was hier drin? Was? Aufmerksamkeit? Da lang. Nee, Entschuldigung. Da lang. Er findet sich vor Schmerzen. Wer? Zwei noch. Talasser, Meldung. Hier spricht Strapper. Wir haben es geschafft. Imperator segne dich, Strapper. Ich setze nur seinen Willen in die Tat um. Ja. Geh zurück zur Hauptstreitmacht. Lassen Sie sie Ihre Klinge spüren, Bruder. Talasser, Ende. Kannst einen drauf lassen. Okay. Kommt nur her, ihr Bastarde! Na, wo sind sie? Na, kommt her! Na. Oh, zu mir. Achso, eine Munition. Ist immer voll. Gut. Hier noch irgendwas rumliegen. Oh, was ist das? Der Datablock. Oh, gut. Die Zahl der Verstorbenen auf dem Merium beträgt derzeit 91.600.452.023. Die Zahl der Verstorbenen auf dem Merium beträgt derzeit 91.600.900.471. Die Zahl der Verstorbenen auf dem Merium beträgt derzeit 91.600.000. Die Zahl der Verstorbenen auf dem Merium beträgt derzeit. Die Zahl der Verstorbenen auf dem Merium. Ja, ist gut. Die Zahl der Verstorbenen auf dem Merium beträgt derzeit 9. Terminator! Sie haben die Brücke zerstört! Lasst euch nicht von ihnen treffen! Sie sind im Vorteil! Feuer den Imperator! Das ist Sanche Pension Sturz! Ihre Nahkampffähigkeiten sind wahrlich ohnegleichen! Ich habe eine Route. Markiere sie jetzt. Ah, okay, gut. Lag da nicht irgendwo noch Munition rum hier? Kann man es gerade mal kurz auffüllen. Die haben wir auch hier unten irgendwo. Da ist gerade ein bisschen was verschossen. War sie nicht hier? Doch, hier. Aufgefüllt! Jawohl. Und weiter. Macht der Oma was da oder steht der nur dumm in der Gegend rum? Hüpf. Warum eigentlich? Könnte man so ein Sprungding brauchen, ne? Schade, haben wir nicht. Zum Umweg gehen. Okay. Der Plan könnte wirklich funktionieren, Gadriel. Ja, aber er ist nur etwas wert, wenn alles gut geht. Ich glaube, ich habe was an den Ohren. Das klang fast schon bescheiden. Ich habe nie an dir gezweifelt, Gadriel, nie. Kriegsausrüstung bereit. Ja, ich weiß schon, ich muss jetzt wieder hier das Ding zerstören. Noch jemand?
Oh, da kommt der nächste. Oder? Oh ja. Ja, ja, ist okay. Kommt hier nur. Oh shit. Au, au, au. Ja, ja. Sollst du mich doch nicht mal hauen, Mensch. Ja, ja, komm, die Hölle schlechter. Okay, jetzt aber, jetzt werde ich aber sauer, ja. Jetzt ist aber Schluss. Schluss, habe ich gesagt, jetzt, ja. Mensch. Ups. Hey, ich hab gedacht, das sind noch andere, denen hinterherlaufen kannst. Das ist noch jemand mir, Mann. Warum immer auf mich, immer auf die Kleine. Sag mal, wieso? Oh ja, ist klar. Sie haben mich erwischt. Steh auf, Bruder. Also, ja, halt ihn auf, Gabriel. Mut und Ehre. Jetzt kommt er wieder zu mir. War sicher nicht. Ja, ja, ist okay. Sage mal, ey. Ja, da ist doch hier ein Medi-Back, Muss mich erholen. Oh, glaub ich's denn, hey. Boah, ich stell mich auch wieder mega dämlich an hier. Ist jetzt gut. Ja, ja, Schmerz. Lade nach. Oh, Karol ist am Boden. Das hatten wir doch schon mal. Du verlierst doch sowieso. Ehrlich. Genau. Ja, Kopf ab. Tschüss. Höllenschlechter in Stufe gerissen. Ja. Titus, Decimus hat die Obelistensteuerung ergriffen. Beim Thron. Er scheint Höllenqualen zu leiden, aber er ist tapfer. Sehe ich irgendwie nichts von, dass jetzt irgendwelche Qualen erleidet. Der Dämon wurde weiter geschwächt. Naja, gut. Steht aber noch. Meridian, wie geht's Decimus? Ich habe zwar höllische Kopfschmerzen, aber der Antrieb der taumelnden Bestie liegt an sie. Da stimme ich dir zu. Erlaubt mir, zu den anderen zu stoßen. Erteilt. Habt Dank, Brüder. Der Imperator sei mit euch. Meridian Ende. Alles klar. Ja, und das ist unserer. Haben wir noch nicht zufällig noch mal so ein Medi-Ding hier unten fliegen? Sieht nicht so aus. Munition. Na, haben wir genug? Schade. Okay. So, kommt, kommt. Schnell.
Oh ja, ist klar. Wo sind die Verräter? Sie sind überall. Ehrenwerter Bruder, schließ dich uns an und stille deinen Zorn im Kampf an unserer Seite. Bringt mich zur Schlachtbank. Vorwärts. Naja, okay. Mhm. Hast du auch irgendwas Schönes hier drin gelassen? Ich sehe nichts. Okay. Was gibt's hier? Präzisionslaser, Scharfschützengewehr, Bolter, zwei Kisten. Was haben wir hier? Ja, Medi. Medi ist gut. Imperator, schütze uns. Oh, Kisten. Fragmentgranate brauchen wir nicht. Okay. Ja, wir sind da. Kann weitergehen. Lauf du vor. Hüpf. Geiles Teil. Ich will auch sowas. Abscheuliche Söhne Markus! Ist er hier? Was? Ist er nicht. Oh. Muss ich meine Rasse gegen seine Diener richten. Okay. Ja, hau ruhig drauf. Ja, komm, die nächsten. Komm. Gib's ihnen. Hau drauf. Scheiße. Nee, so manch ist aber schön, ey. Alter Falter. Kannst ruhig weitermachen. Komm. Spezialtaktik bereit. Ja, ich bleib mal hinter dir, okay? Ja, so gefällt mir das. So ist schön. Nein. Ja, klar, du. Winzling. Na, komm her. Käppchen ab. Von hinten wollte ich nicht anschleichen, ne? Gibt's aber nicht hier. Du auch nicht. Komm, weiter. Jawohl. Mhm. Oh. Oh. Ach du, das war gut. Okay. Das ist unsere Chance. Los. Jawohl. Los geht's. Dankeschön. Den hätten wir schon früher gebrauchen können, den guten.
in den Abgrund. Mhm. Wo ist Lord Kalgar? Eine Falle. Vielleicht. Ist das Immaterium? Wenn ja, müssen wir schnell weg. Wohin? Wir müssen Kalgar finden. Der Wille des Wandlers ist unabwendbar. Selbst jetzt wandeln wir auf Wegen, die schon vor der Geburt des ersten Sterblichen feststanden. Kommt. Kommt zu mir, Brüder. Erfüllt eure letzte Pflicht. Mhm. Sehr interessant. So, warum sind wir jetzt nicht davon betroffen, von diesem Einfrieren hier? Unsere Brüder, ich höre sie. Ich auch. Traue deinen Sinnen nicht. Er wurde verdammt. Lord Kalgar hat sie ein ganzes Jahrhundert bei der Deathwatch verrotten lassen, Bruder Titus. Feigling! Ja. Komm raus und kämpfe! Schützt euch mit eurem Hass, Brüder. Okay. Schützt euch in eurem Hass. Die dunkle Seite hier. Heute wirst du sterben! Willkommen in meinem Reich! Ihr seid also meiner Einladung gefolgt. Ich gebe euch die Chance, niederzuknien. Unser Ordensdiener pissbalte deinen Schädel, du Monster! Geredet. Tötet den Heretiker. Ein letzter Tanz mit meinen Marionetten. Mhm. Halte von meiner Seite stehende Regierungen. Drecksack. What? Ausweichen. Ja, naja, lach du nur. Fuck. Wo ist er? Na nü? Ja, so siehst du aus. Oh ja, ist klar. Was denn jetzt? Brüder! Deine erbärmlichen Gefährten sind Vergangenheit. Lügner! Du kannst sie nicht besiegen, Heretiker! Du kannst nur täuschen! Deine Brüder geben der Macht des Warp nach! Verbrennt zu Asche! Jesus! Titus! Was ist passiert? Dieser Narr hat versucht, mich aufzuhalten. Nein.
sag mal. Nein, nein, nein. Ich habe Wichtigeres zu tun. Hä? Aber ich lasse euch. Oh ja. Gute Gesellschaft zurück. Ja, ist klar. Im Ernst? Wirklich jetzt? Gegen den? Nee. Aha, 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 aha. Na schon. Okay. Ah, da bist du ja wieder. Komm her. Schon wieder? Zielt auf seine Augen! Andere Angriffe sind nutzlos! Ja, ja, machen wir ja. Nein, ja, mach ich doch. So? Na, 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 na. Ah, oh, Himmel! Nicht schon wieder. Du kriechst auf einem schmalen Pfad. Blind für die Göttlichkeit des Unendlichen. Verdammt!
unfair. Das ist unfair. Heil dich, heil dich. Oh, 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 verdammt. Jawohl, Thema. Nein, nein, nein. Verdammt. Oh. Ja. Einen Moment, Brüder. Ja, lach du nur. Krieg dich noch. Oh. Auge, okay, ja. Ja, ist okay. Hab's geschnallt. Des Feindes Gesicht. Okay. Wir sind umzingelt. Tötet so viele ihr könnt, Brüder. Das sind nur Täuschungen. Mehr Tricks. Aufgepasst. Imura wird schwächer. Den letzten Kampf wird er nicht so schnell vergessen. Bleibt zusammen. Wir suchen einen Ausgang. Mhm. Zurück in den Hof mit dir. Seht nur, was ist das? So, da ist eine Falle. Bleibt wachsam. Habe ich zu Ihnen auf Talassa gesagt? Mein Lord! Unsere Waffen können nichts gegen den Hexer ausrichten. Regeln dürfen niemals über Intelligenz stehen. Titus, schön Sie zu sehen. Die Macht Ihres Hexers schwindet. Er ist verwundbar. Und mit ihm fällt auch die Stärke seines Reiches. Es gibt nur noch einen Ort, an dem er sein könnte. Zerren wir den Heretiker aus seinem Versteck.
Mhm. Machen wir. Ich sehe ihn. Er ist im Strahl. Er bereitet seinen nächsten Angriff vor. Das Artefakt. Das muss es sein. Diese Scherbe enthält schier unendliche Macht. Oh. Dann müssen wir uns beeilen. Sag mal. Alle Waffen ab! Was? Marsianische Narren! Ist das also verwirrend hier? Sie hielten die Perfektion in den Händen und vergeudeten sie in blinder Ignoranz. Ich spüre wachsende Ströme der Offenbarung in mir. Auf diesem unvollkommenen Reich. Schenke mir göttliches Blitzen. Steh auf, Titus. Deine Pflicht ist noch lange nicht vorbei. Gib mir mal 5 Minuten Pause. Für den Imperator! Für den Imperator! Ja! Ach, wie patriotisch. Leutnant Demetrian Titus, Ihr entschlossenes Handeln hat dieses System gerettet. Und es macht mich immens stolz, Sie ehren zu dürfen mit dem Symbol, das Ihnen gebührt. Dem Siegeslorbeer.
Alle Krieger des Adeptus Astartes sollen sehen, dass sie einen wahren Sohn Gilliamans vor sich haben. Zum Ruhme Ultramars! Mut und Ehre! Sie dürfen wegtreten. Ich bitte um Vergebung. Ich hätte sie gern eher heimgebracht. Mein Lord, das... Ich war außer mir, als ich von ihrer Festnahme erfuhr. Die Inquisition war so blind vor Arroganz, dass sie die Wahrheit nicht erkannte. Gegen eine Hingabe wie die ihre hat das Böse nicht den Hauch einer Chance. Danke, mein Lord. Es gibt eine Mission. Sie werden die zweite Kompanie für eine Weile verlassen. Zu Befehl, Ordensmeister. Der Ordenspriester weist sie ein. Er war es auch, der sie vorgeschlagen hat. Mein Lord, die Schwert von Kalf ist zum Abflug bereit. Danke, Captain. Mein Schiff wird sie sicher ans Ziel bringen. Ich freue mich auf ihre Gesellschaft. Titus, es war mir eine große Ehre. Ebenso, mein Captain. Wie ich höre, werden sie uns verlassen. Aber nicht allzu lange, hoffe ich. Der Imperator leite sie. Sie auch, Sir. Brüder, ich werde anderswo gebraucht. Ein schmerzlicher Verlust. Ich werde unsere Zeit auf dem Schlachtfeld nie vergessen. Wir auch nicht. Ich bin euch etwas schuldig. Dank euch glaube ich wieder an die Bruderschaft. Wir erwarten eure Rückkehr. Mut und Ehre. Mut und Ehre. Schön. Titus. Lord Kalga hat Ihnen von der Mission erzählt. Gut. Ich weise Sie unterwegs ein. Sie kommen auch mit? Genau. Verstanden, mein Lord. Gute Arbeit bis hier. Ihre Brüder vertrauen Ihnen. Ebenso wie der Ordensmeister. Aber vergessen Sie nicht. Ein Funke Argwohn bleibt immer bestehen. Ich behalte sie im Auge. Und wenn sie sich auch nur einen Fehltritt erlauben, zeige ich keine Gnade. Leandros. Mein Lord, wir müssen hier weg. Wer ist das? Klärt mich auf. Ich hab da so ein Video gesehen bei von Zusammenfassung von Space Marine 1. Da war doch irgendwie so ein Kollege da, ne, vom Titus. Ich erinnere mich dran, naja doch. Meine Lieben, und dann sind wir am Ende der Kampagne angekommen. So schnell kann es gehen, aber auch es war auch verdammt kurzweilig, muss ich sagen. Manchmal hektisch, manchmal brutal, wir sind oft gestorben oder ich. Ja, boah. Also ich bin scharf drauf, mehr zu erfahren vom Warhammer-Universum und vor allen Dingen auch logischerweise von Space Marines. Bin da schon gespannt, wie es weitergeht, was auch noch so an DLCs kommen wird für das Game. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich werde auch jetzt die Einsätze jetzt in naher Zukunft auch mal ausprobieren. Das will ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und ja, ich habe in der Videobeschreibung noch drei Videos verlinkt. Das erste ist eine Zusammenfassung der Geschehnisse aus Space Marine 1 auf Deutsch und dann nochmal zwei englischsprachige Videos, die ich ebenfalls sehr gut finde, die nochmal so kurz die Geschichte erzählt und auch von
wie die Marines entstehen und so weiter. Also ich fand die sehr, sehr sehenswert. Und ja, bleibt mir noch zu sagen, ich habe mich gefreut, dass ihr den guten Titus und mich hier auf dieser Reise begleitet habt. Und würde mich auch freuen, wenn ihr bei zukünftigen Videos wieder mit dabei seid. Ich bin jedenfalls gespannt und ich verabschiede mich und freue mich, euch in Zukunft hier wieder mit auf Tour zu nehmen. Also meine Lieben, bye bye und ciao ciao, euer Hobbs.